Sehr wunderbar. Kann ich alle nochmal umbringen? Herrlich, herrlich, herrlich. Warum sollte ich auch speichern? Warum sollte ich auch speichern? So ein Schmarrn. Dafür sterbe ich nicht. Was? Mr. Salvatore sagt, dass er dafür nicht stirbt. Das ist auch ein bisschen doof. So, dann haben wir hier. Ah, ich treffe jetzt auch mit normalen Treffern schon kritisch. Das ist gar nicht schlecht. Also Heckenschütze, ihr habt es gesehen, Heckenschütze macht einen gleich um einige stärker, wenn man viel öfters kritisch trifft. 87 Trefferpunkte, kritisch. Best Skill ever oder Best Perk ever. So, ah Moment, da war ein Stimpack drin. Nehme ich. Na gut, dann kann ich mal das Zeug, was ich nicht mehr brauchte, abladen. So, den ganzen Schmu brauche ich nicht. Das Osterei hebe ich auf. So, dann tun wir nochmal alles looten, weil ich ja so arm bin und das ganze Zeug brauche. Nein, das ist falsch. Die Regale, man nervt mich, dass man bei diesen Regalen sich immer bückt irgendwie. Das haben sie irgendwie ein bisschen doof gemacht. So, das und das. Stimpacks kann man nie genug haben. So, da brauche ich nichts. So, dann haben wir den hier und den hier. Und dann... wo liegt denn seine Leiche? Wo liegt denn seine Leiche? Jetzt sehe ich seine Leiche nicht. Die liegt bestimmt irgendwo, wo ich sie nicht looten kann. Doch, 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 da ist ein ganz kleines Stückchen. Oh, das war... seine Leiche, Banane. Okay, dann habe ich das auch. Dann tut mir leid, dass ihr euch das jetzt nochmal antun musstet. So, mal schauen, wer ist zuerst in den Kampfmodus, ich oder die. Ich bin zuerst in den Kampfmodus. Das heißt, ich darf gleich mal zwei umbringen, bevor die überhaupt wissen, was los ist. Wunderbar und wunderbar. 97, 99. Es ist einfach schön, öfters kritisch zu treffen. Und kriege ich jetzt mal Schaden? Nein. Xulik kriegt zwei Trefferpunkte. Eieiei. Oh, und tot. Komm, schieß nochmal, du hast doch zwei Schuss. Ach komm, da verfehlt er. Oh, der trifft auch nicht richtig. Nein, der wurde sogar richtig getroffen. Prostituierte benutzt Chat. (lacht) 27 Trefferpunkte, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich denke mal, dass Goris und, dass Goris Cassidy, ja, das alleine schaffen. Ich denke nicht, dass die mich benötigen. Gut, dann habe ich das auch geschafft. Gut, dann sind wir jetzt so weit wie vorher. So. Ich könnte noch was anderes machen. Ich könnte diesen Moorpisser verpfeifen bei Lynette. Das könnte ich machen. Das könnte ich machen, das mache ich auch. Warte, 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 warte. Was zum Teufel tue ich hier? Halte bloß die Augen auf, das ist... Ach, ich hasse es, dass sich diese Dinge immer überschneidet. So, jetzt hat... Es gibt viel zu wenig Begegnung. Ich muss noch sehr viel im Ödland rumreisen und ich muss auch die ganze Karte noch erkunden, weil... Nein. Weil ich möchte... Alle Zufallsbegegnungen haben im Spiel. Alle Zufallsbegegnungen möchte ich euch zeigen. Und wenn das ein bisschen dauern wird, dann wird das eben ein bisschen dauern. Dann müsst ihr eben etwas länger zu sehen, wie ich im öden Land herumstreife und irgendwelche Scheiße erzähle. Ich bleib einfach hier und. Und du bleibst auch. Obwohl, vielleicht können wir mit dir mitgehen. Ah, sei gegrüßt, Bürger, sehr schön. Goris zählt also quasi als Mensch. Auch interessant. Okay, speichern und mit dem Typen labern. Schluss, du bist Schnüffler. Das kaufe ich dir nicht ab. Du musst zahlen, wenn du den Mund hältst. Beruhige dich, ich gehe ja schon.
Typen, die mir in diese Tour kommen, will ich nicht zu tun, aber verschwinde. Du willst eine miese Tour haben, kannst du haben. Ich habe erkannt, dass du, dass ich in die Irre ging. Ich bin gekommen, um Reue über das Wort zu hören. Hüte vor Schlangen, deren Mäuler die Wahrheit strömen, doch in ihr Herzen lügen. Wenn zwischen uns kein Vertrauen herrscht, verlasse ich dich, gehab dich wohl. Was zum Teufel, was ist mit diesem Spastiker los? Ist das wahr? Bla bla bla. Was zum Teufel? Ich will gar nicht so ein... Aha, okay, alles klar. Ich gehe nachher noch. Ah ja. Okay, ich gehe jetzt erstmal zum Doktor. Bunkerstadt, liebe Hochbürger. Ja, ja, heil Bunkerstadt. Langweilig. Dann labern wir mit dem Doc-Typen hier. Ich habe gute Nachrichten. Es ist mir gelungen, mit Hilfe der Jab-Probe, die gelungen ist, ein Gegengift herzustellen. Dieses Gegengift beseitigt die Entzugssymptome und neutralisiert die mit dem Drogenverbund Glücksgefühle. Super, kann ich was davon haben? Natürlich. Danim gibt sie einem Kollegen Dr. Johnson in Reading. Er wird sich um die geeignete Verteilung des Wirkstoffs kümmern. Klasse, ich werde darauf aufpassen. Danke für das Gegenmittel. Ah ja, ich musste da, Gegengift für Jet. Dann war es das eigentlich schon hier im Bunkerstadt. Ich wollte mir nur das Gegenmittel für Jet holen. Es ist allerdings ein Quest-Item. Ich glaube, man kann sich die unbegrenzt oft holen. Bin mir jetzt allerdings nicht hundertprozentig sicher. Jetzt gehe ich erstmal schnell zu Lynette und schaue, ob ich irgendwie diese Mordtypen verpfeifen kann. Du siehst fortschrittliche Power-Rüstung. Muahaha. So. Speichern, weil Lynette immer speichern. Ja, wie kann ich dir helfen? Ich habe das in Bischofs Safe gefunden, das dich interessieren könnte. Worum geht's? Ich habe diese Holodisk in Bischofs Safe gefunden. Er selbst wurde in der NKR angeheuert, Bunkerstadt dazu zu bringen, sich die Republik anzuschließen. Als ihr sein Angebot abgelehnt habt, hat ihr die Söldner angeheuert, damit ihr euch an die NKR um Hilfe wendet. Natürlich! Sie haben Söldner geschickt, um mein Volk zu ermorden, weil ich mich nicht an ihrer Regierung beteiligen wollte. Das ist ja nicht zu fassen. Es wird noch komplizierter. Thomas Moore hängt auch mit drin. Was meinst du damit? Moore arbeitet in Wirklichkeit für die neue Kalifornische Republik. Ein Spion für die NKR? Das würde allerdings einiges erklären. Vielen Dank für diese Enthüllung, Bürger. Um dieses Problem kann ich mich gleich selbst kümmern. Was das NKR-Problem angeht, kann ich dir irgendwie helfen? Du musst sofort in die neue Kalifornische Republik gehen und den Stadtrat Westin suchen. Roger Westin, gib ihm die Holodisk. Dann werden keine Räder mehr angeheuert. Augenblicklich mal in die NKR. Sind die nicht für alles verantwortlich? Roger Westin ist wahrscheinlich der einzig ehrliche Mann in der neuen Republik. Er setzt sich für unsere Sache ein. Alles klar, danke, ich bringe ihm die Disk. Dein Patriotismus wird nicht unbelohnt bleiben. Und jetzt beeil dich, die Zeit drängt. Ich bin dabei. Ja, also wie gesagt, wir haben das halt und so herausgefunden und so. Weil wir waren ja, haben mit Bischofs Frau geschlafen, ne? Und dann haben wir oben alles geplündert und da waren ja halt diese Pläne drin und dass sie mit der NKR und alles scheiße ist und so weiter und alles ist blöd und ich habe eigentlich nicht so wirklich eine Ahnung, wie das alles miteinander zusammenhängt. Es ist mir auch relativ egal. Ich kümmere mich jetzt noch nicht um die NKR. Die NKR ist erst später dran. Erst mache ich New Reno fertig. So, öffnen. So. Gehen wir. Was? Nein. Zu viele Leute. Hoffentlich werde ich jetzt nicht abhängig. Mentats. Charisma um 1 erhöht und ich bin nicht abhängig. Gehen wir. Willst du mich jetzt? Jo, ich will dich wieder haben. Scheiß Bunkerstadt. Jedes Mal muss ich jetzt Drogen nehmen, wenn ich hier reingehe. Ich hätte gehofft, dass wir endlich von hier wegkommen. Ja, ja. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal zu den Stellen.
Eine Patrouille. Nein, möchte ich nicht begegnen. So, gehen wir jetzt zu den Stellen. Reden noch mit Myron. Baby Myron. Jetzt schauen wir mal, ist der Typ tot? Ja, er ist tot. Er ist weg. Ja, ja. So. Dann reden wir mit Myron. Du schon wieder. Und? Können wir jetzt gehen? Ich hätte ein paar Fragen. Das haben wir doch schon mal. Ich bin auch nicht deine Gedächtnisstütze. In meinem Labor? Nächste Frage? Ich dachte, ich könnte mit dem Gegenmittel noch irgendwie mit ihm labern. Wie es aussieht, geht das aber anscheinend nicht. Na gut, dann lassen wir das sein. Vielleicht werden wir später nochmal mit Myron zu tun haben. Ich werde jetzt den gewagten Schritt tun und in das Sierra Armee Depot gehen. Und dort wird es wieder ein bisschen interessant. Und dort können wir uns wieder ein bisschen durchfighten. Ah, einem Reisenden. Jo. Hallo. Tauschen. Einem Reisenden. Hm. Naja. Was machst du? Wäre nett mit dir zu quatschen. Ja, tschüss. Sehr toll. Er hat sogar ein richtiges Lager dabei. Ich frage mich, wie er es transportiert. Gut, dass ich meine Waffen durchgecheckt habe, bevor wir herkamen. Findest du es nicht auch, dass hier ein bisschen ziemlich gruselig ist? Nein, ich finde, hier ist es genau richtig. So. Wir haben hier ultramoderne Geschütztürme. Jede Menge davon. Zielobjekt außer Reichweite. So. Ja, schauen wir mal, ob wir hier reinkommen. Wie ihr seht, hier sind jede Menge, wirklich jede Menge Leichen. So, und nochmal Kampf beenden und Godes zieht sich wieder an. Schauen wir mal, wie stark die Dinger wirklich sind. Ich habe eigentlich nur Angst, dass Godes verrecken wird. Ansonsten habe ich keine Angst. Und wie viel machen sie Schaden? Oh, 3 Trefferpunkte, das ist mehr wie erwartet an den Sensoren. Er hat 75 Trefferpunkte, schwingt ein duales Kleingewehr, noch 800 Schuss fast. Gut, der ist kaputt. Oh, Cassidy. Sehr schön. So, damit ist das zweite auch kaputt. Wie viele Schritte darf ich gehen? 6 Schritte darf ich gehen, ne? Und Sensoren. Es überlebt einen Schuss. Ach ja. Und bricht die Sensorobjektive. Okay. Das heißt, ich darf nochmal angreifen. 28. Aber ich mache sehr wenig Schaden an denen. Okay. Es hat schwer verletzte Glieder. Ich glaube nicht, dass ein Geschützturm schwer verletzte Glieder hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum treffe ich Cassidy? Geht doch. Oh, wurde getötet. Sehr schön. Jetzt weiß ich nicht, ob wir die ganzen Pisse hier durchsuchen sollen. Ich glaube, das bringt wirklich sehr wenig. Vor allem haben sie alle nichts dabei. Das ist unrealistisch. Ich meine, die müssten ja voll bewaffnet reingehen. Aber gut. Nein, das war falsch. Nein, Goris, geht wieder in diese Scheiße hier. Das ist nervig mit Goris. Ich finde es einfach so nervig. Okay, speichern wir ab und gehen wir weiter. Da vorne sind nämlich noch 2 Geschütztürme. Das müssten die letzten 2 sein. Okay, nein, da vorne ist auch noch einer. 2 Trefferpunkte. Puh, das ist natürlich heftig. Stirb. 30 nur, das gibt's doch gar nicht. Und wie viel an der CPU? Und 63, immerhin. Ja, kommt näher. Macht ein bisschen schneller. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Darf ich auch mal wieder? Nein, vorher greift noch der Gegner an. Was mich allerdings in Scheißdreck interessiert, weil ich ihn jetzt töte. Warnung, CPU-Fehlfunktion registriert. Und tot.
Wie viele Erfahrungspunkte geben die Viecher eigentlich? 400? Naja. 200 pro Turm, dass es geht. Ah, ich... Nein, nein, nein! Oh, scheiß Goris. Ja, und da vorne ist nichts mehr. Wieso werde ich getroffen? Ach, High Voltage. Erinnert jetzt ein bisschen an Crank 2. Sie ist ja auch High Voltage. Sehr schön kaputt. Muss ich irgendwie erst den Strom abstellen. So, komm, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. So. Das macht sogar mir noch Schaden. Autsch. Haubitze. Es gibt keine Munition für die Haubitze. Ja, wunderbar. Rennt nur rein in die Dinger, die ich schon gefunden habe. Sehr schön. So, dann tun wir es wieder wechseln. Ja, dann suchen wir mal alles. Vielleicht ist irgendwo was Nützliches drin. Man weiß es ja nie. Da kann ich zum Beispiel alles nehmen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Was ist das hier eigentlich? Schreibtisch mit Computer. Ich verstehe sowieso nicht, was das für einen Sinn hat. Das ist wahrscheinlich nur Zielobjekt. Sie ist eine Metalltür. Moment, ich werde mal speichern. Ich glaube, ich weiß, was man hier tun muss. Da müssen wir reingehen und die Spannung fällt auf 0 und steigt anschließend auf 50%, sobald die Sicherheitsgenerationen wieder aktiv werden. Ah ja, und jetzt, wenn ich nochmal hingehe, dann leise so müsst ihr hören, der Strom fließt wieder durch die Basis. Okay, ich habe es wieder entladen, dann sollte es jetzt passen. Kann er sonst noch was machen? Aha, naja, okay, sonst kann ich ja anscheinend nichts machen. Da oben kann man auch nicht irgendwie rein, da ist die Karte zu Ende. Oh, hier ist auch nichts. Okay, relativ viel kann man hier nicht machen. Du siehst Tür. Naja, man kann die Tür halt nicht öffnen, ne? Es ist eine verschlossene Tür, das haben Türen, die nicht geöffnet werden wollen, so an sich. Du merkst eine Falle am Türrahmen. Geschickshaft ist, die Falle zu entschärfen. Die Tür scheint verschlossen zu sein. 25 Erfahrungspunkte. So, was haben wir hier? Ah, richtig viel Zeug. Da haben wir einmal Haubitzengranate und einen Raketenwerfer. Verschlossen. Schaffst es nicht. What the? 45. So, was haben wir hier? Schrottmunition. Hier ist bestimmt... Schrott. Und Schrott. Gut, das Einzige, was wir hier drin gebraucht haben, ist diese Haubitzengranate. Damit können wir nämlich die Haubitze laden. Die von der Richtung her, würde ich sagen, ziemlich genau auf den Eingang der Basis zeigt. Autsch. Da wenden wir dann das hier an. Du lädst die Granate in die Haubitze. Boom. Du feuerst die Haubitze auf die Tür und sprengst sie auf diese Weise auf. So kommt man in das Serie Armee Depot rein. Ganz einfach. Und jetzt werde ich speichern. Denn was sich in dieser Armee befindet, was es damit auf sich hat und was wir hier drin so Tolles finden, das werden wir das nächste Mal erfahren, wenn es wieder heißt Let's Play Fallout 2. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Euer Blacky.